Hätte diese Information, die ich jetzt mit dir teilen werde, mir jemand vor meiner Flugausbildung gesagt, dann hätte ich mir wahrscheinlich locker 6 Monate an Ausbildungszeit sparen können. Und nicht nur das, sondern ich hätte auch von Anfang an viel mehr aus meinen Flugstunden mitnehmen können. Wenn du also mit den Gedanken spielst, eines Tages einen Flugschein zu machen, dann gibt es etwas, was du jetzt schon von zu Hause aus tun kannst und dir später in der Flugausbildung einen riesigen Vorsprung einbringt. Auch wenn du jetzt gerade vielleicht noch denkst, dass es aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dich in einer Flugschule anzumelden, oder du vielleicht überhaupt noch gar nicht weißt, ob du den Flugschein zu 100% machen möchtest, spielt beides keine Rolle. Diese eine Sache wird dich trotzdem einen Schritt weiterbringen. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Fluginteressenten sich am Anfang schlichtweg mit dem komplett falschen Thema aufhalten. Ich habe mir damals zum Beispiel auch viel zu früh den Kopf darüber zerbrochen, ob ich jetzt in einem Verein oder eine Flugschule gehe oder ob ich die PPL oder LAP-Lizenz mache. Wie ich gelernt habe, sind diese Entscheidungen zwar wichtig, kommen aber erst später und ergeben sich dann auch oftmals von selbst. Ich hätte stattdessen aber schon etwas viel Wichtigeres machen können und habe diese Chance leider verpasst. Und bevor ich dir jetzt sofort erkläre, was es ist, solltest du dir aber dennoch 2 Fragen vorab stellen. Frage Nummer 1: Ist dein Interesse, Privatpilot zu werden, groß genug? Wenn dich das Thema schon seit einer langen Zeit reizt, dann ist es meiner Meinung nach Grund genug, zumindest mal den nächsten Schritt zu gehen und zu schauen, ob es wirklich etwas für dich ist. Wenn du dir aber noch ganz unsicher bist, dann kann es helfen, dass du einfach mal einen unverbindlichen Schnupperflug bei einem Verein oder einer Flugschule in deiner Nähe oder in einer Mitflugzentrale, wie zum Beispiel Wingly, vereinbarst. Nummer 2: Hast du irgendwelche maßgeblichen gesundheitlichen Probleme, die dich davon abhalten könnten, ein Flugzeug zu fliegen? Und falls du nicht an etwas Konkretes denken kannst, du Auto fährst und dich gesund fühlst, dann sollte das Medical später auch wirklich kein Problem für dich sein. Falls dir aber etwas Konkretes einfällt, wo du dir noch unsicher bist, dann kann der Gang zum Fliegerarzt dir Klarheit schaffen. Wenn du eine Sehschwäche hast und die mit einer Sehhilfe ausgeglichen werden kann, dann brauchst du dir hier zumindest keine Sorgen machen. Ich selber habe auch eine Sehschwäche und trage Kontaktlinsen und hatte bei Medical keine Probleme. Wenn du jetzt sagst, ich habe 1 großes Interesse an der Fliegerei und 2, ich bin eigentlich gesund, dann hast du jetzt wirklich alles, was du vorab benötigst, um den nächsten Schritt zu gehen. Denn seien wir uns doch mal ehrlich, der perfekte Moment wird niemals kommen. Und jünger wird keiner von uns. Also lass uns jetzt doch mal praxisorientiert schauen, was du heute schon tun kannst, um deinen Traum der eigenen Fluglizenz einen großen Schritt näher zu kommen. Also, auf dem Weg zur Motorfluglizenz musst du 3 große Hürden überwinden. Einer der Hürden ist die Theorieprüfung. Du musst hier sowohl in einer Flugschule angemeldet sein, als auch eine bestimmte Anzahl an Theoriestunden absolviert haben. Entweder 100 Stunden im Präsenzunterricht oder ein Fernlehrgang mit 10 Stunden im Präsenzunterricht. Die zweite Hürde ist die praktische Prüfung. Hier ist die Voraussetzung, dass du je nach Fluglizenz mindestens 30 oder 45 Stunden gelockt hast und die Ausbildungsinhalte umsetzen konntest. Jetzt gibt es aber noch eine weitere, dritte Hürde und das ist das BZF. Um die BZF-Prüfung abzulegen, musst du weder in einer Flugschule angemeldet sein, noch wird eine spezifische Vorbereitung vorgeschrieben. Du kannst dich hier also ganz einfach selbst zur Prüfung bei der Bundesnetzagentur anmelden und was letztendlich zählt, ist, dass du es dort kannst. Aber was ist das BZF überhaupt? BZF steht beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis. Dies berechtigt dich zur Teilnahme am Flugfunk nach Sichtflugregeln. Das heißt, es geht also um das sogenannte Funken, die Kommunikation von Flugzeug zu Flugzeug oder Flugzeug zum Tower. Jeder Pilot eines motorgetriebenen Flugzeuges muss dies beherrschen. Du musst jetzt also noch gar nicht wissen, ob du später die LAPL oder die PPL-Ausbildung angehst. Für ultraleicht ist das BZF streng genommen nicht verpflichtend. Aber du musst dann um jeden kontrollierten Luftraum drumherum fliegen. Also benötigst du das BZF auch für den UL-Schein, wenn du nicht alles Spannende in der Fliegerei meinen möchtest. Aber wieso läuft das BZF jetzt unabhängig von der Flugausbildung? Naja, wenn du das BZF besitzt, aber keine Fluglizenz, dann könntest du bei einem Piloten mitfliegen und legal den Funk übernehmen. Und das Beste, das BZF läuft nicht ab. Das heißt, selbst wenn du deinen Flugschein erst in ein paar Jahren machen solltest, hast du diesen Teil schon abgehakt und musst dich in der Flugausbildung nur noch auf Theorie und Praxis konzentrieren. Und nicht nur das, sondern du bist auch bei der Theorie schon einen großen Schritt weiter, denn du solltest bei der BZF-Vorbereitung bereits sämtliche Luftfahrtthemen anschneiden. Deswegen eignet sich das BZF auch gerade so gut als Einstiegspunkt für Leute, die sich noch gar nicht zu 100% sicher sind, ob der Flugschein denn etwas für sie ist. Ohne dich in einer Flugschule anmelden zu müssen, kannst du so schnell herausfinden, ob die Themen dir denn generell überhaupt liegen und Spaß machen. Und genau deswegen wird das BZF zu Recht oft als den ersten Schritt zur Motorfluglizenz empfohlen. Ich selbst wusste damals während meiner Flugausbildung leider gar nichts von der Möglichkeit, das BZF so früh wie möglich abzulegen. Da es aber meist von der Flugschule bis zum ersten
ersten allein über Landflug gefordert wird, hat es so meine Ausbildungsdauer massiv verlängert. Bevor ich dir jetzt aber sage, wie du dich am besten aufs BZF vorbereitest, lass uns doch mal anschauen, was in der Prüfung überhaupt von dir gefordert wird. Der erste Teil ist Multiple Choice. Hier gibt es einen Fragenkatalog von der Bundesnetzagentur, der auf der Website kostenlos herausgegeben wird. Wenn du die Fragen lernst, dann sollte dieser Teil in der Prüfung für dich kein Problem darstellen. Wo es jedoch zu Problemen kommen könnte, ist beim zweiten, den mündlichen oder praktischen Teil der Prüfung. Du musst hier einen An- und Abflug im VfR-Sprechfunk an einem kontrollierten Flugplatz simulieren. Der Prüfer spielt dabei den Tower-Lotsen und du den Piloten, der einmal am Flughafen landet und startet. Dabei wird der komplette Sprechfunk, der dabei anfällt, simuliert und du musst dem Prüfer mit den korrekten Sprechgruppen antworten können. Natürlich wird er auch einige Gemeinheiten und Fallen in der Prüfung einbauen, um zu schauen, ob du es wirklich verstanden hast und in der Praxis keine sicherheitsrelevanten Fehler machst. Aber wie bereitest du dich jetzt am besten aufs BZF vor? Meiner Meinung nach sind jetzt drei Schritte bei der Vorbereitung essentiell. Wenn jemand durch die Prüfung fällt, dann nahezu immer, weil er einen dieser Schritte nicht genug Beachtung geschenkt hat. Lehrgänge gibt es in der Flugschule, als auch bieten mittlerweile online viele Privatpiloten ihre Hilfe an, um sich ein wenig was dazu zu verdienen. Oftmals wird hier aber einfach gefunkt, weil du die restliche Theorie ja in der Flugausbildung hast. Und das ist hier auch der große Haken bei der Sache. Du benötigst nicht nur viel Übung im Umgang mit den Sprechgruppen, sondern auch reichlich Vorwissen aus der Luftfahrttheorie, um auch wirklich zu verstehen, was du da überhaupt funkst. So musst du insbesondere wissen, wie die Lufträume aufgebaut sind, wie so ein kontrollierter Flugplatz überhaupt aussieht mit den Rollwegen und Rollhalten, als auch die grundlegenden Luftverkehrsregeln, um die Anweisungen im Funk überhaupt nachvollziehen zu können. Aber als kompletter Fußgänger wirst du dich sehr verloren vorkommen, wenn du jetzt einfach anfängst loszufunken, so wie es meist gemacht wird. Also Schritt Nummer 1 ist, dir unbedingt das nötige Vorwissen anzueignen. Als zweites solltest du dir dann die Grundlagen im Sprechfunk lernen. Hier gibt es ein Dokument von der Deutschen Flugsicherung, welches alle Sprechgruppen im gängigen Verfahren aufgreift. Dies wird in Form einer NFL gemacht. Das sind verbindliche Bekanntmachungen von Anordnungen sowie wichtige Informationen für die Luftfahrt. Das Problem hierbei ist jedoch, dass sich diese NFL nicht gerade fürs Lernen ausgelegt ist und einem Fußgänger schon einmal das ein oder andere Haar rauben kann. Nehmen wir jetzt aber einfach mal an, du hast dir die nötigen Grundlagen angeeignet, dann kommt jetzt Schritt Nummer 3. Übung, Übung, Übung. Und meiner Meinung nach wirst du mit einem Simulationsprogramm nur mäßig Erfolg haben, denn sowohl in der Praxis als auch in der echten Prüfung kommuniziert ja auch eine echte Person mit dir. Du benötigst also jemanden, der sowohl kompetent genug ist, selbst die richtigen Redewendungen anzuwenden, als auch dich so fördern kann, dass du stets Fortschritte machst und deine Fehler verbesserst, ohne die Lust zu verlieren. Gar nicht so einfach, deswegen scheitern meist auch Bekannte im Fliegerkreis an der Aufgabe, ihren Freunden den Sprechfunk beizubringen, sodass diese auch die Prüfung bestehen. In Flugschulen und Vereinen wird oftmals ein Kompaktlehrgang angeboten, der über 2 Wochenenden geht. Das reicht vielleicht, um dir die größten Grundlagen im Sprechfunk beizubringen, aber wirklich selbstsicher, sodass du ohne großes Überlegen durch die Kontrollzone fliegen kannst, wirst du damit garantiert nicht. Und was machst du, wenn dein Prüfungstermin erst einen Monat später ist oder du dich noch gar nicht sicher fühlst? Dann bist du wieder komplett auf dich alleine gestellt. Und viele Leute denken auch, sie müssen warten, bis sie allein fliegen, bevor sie erst anfangen, den Sprechfunk zu lernen. Aber mit dem BZF ist es gewissermaßen so, als würdest du eine neue Sprache lernen. Angenommen, du planst in Zukunft einen längeren Aufenthalt ins Ausland und möchtest dich dort flüssig verständigen können. Wann ist dann der beste Zeitpunkt, mit dem Lernen der Sprache anzufangen? Natürlich so früh wie möglich. Du kannst zwar die Grundlagen über 2 Wochenenden lernen, aber wenn du wirklich selbstsicher und intuitiv werden möchtest, dann braucht es einfach mehr Übung. Und genauso ist es beim BZF auch. Und um diese Lücke zu schließen, haben wir vor einigen Jahren das BZF Mastery Coaching an den Start gebracht und bereits mehr als 600 Teilnehmer komplett online auf das BZF vorbereitet. Das Ziel des Coaching ist es, 1, dich in kürzester Zeit so vorzubereiten, dass du mit einem guten Gefühl in die Prüfung gehst und diese bestehst. Und 2, dich danach aber noch so lange weiter zu unterstützen, bis du wirklich komplett selbstsicher mit den Sprechgruppen in der Praxis umgehen kannst. Leider kommen viele Privatpiloten in ihrer Fliegerkarriere erst gar nicht zu dem zweiten Punkt. So, wie läuft das Ganze denn überhaupt ab? Bei uns geht es los mit animierten Videolektionen, die du dir im eigenen Tempo auf unserer Lernplattform und in unserer App anschauen kannst. Ohne den langen Weg jedes Mal zum Flugplatz, denn du kannst diese Videos genau dort anschauen, wo du gerade kurz ein bisschen freie Zeit hast. Neben den Videos gibt es dann noch zusätzliche Materialien wie Merkblätter, Funkvorlagen, Kürzel für Notizen, wir haben Texte zum Übersetzen, Vokabeltrainer und so weiter und so fort, die dich beim Lernen unterstützen. Wir schneiden zum einen sämtliche Teile der Luftfahrttheorie an, als auch Lernen
lernst du die Grundlagen im Sprechfunk auf bequeme Art und Weise. Damit schlägst du dann zwei Fliegen mit einer Klatsche. Zum einen kannst du als kompletter Fußgänger ohne jegliches Vorwissen schon das BZF angehen. Und zum anderen bist du, wenn du dann später in der Flugschule mit der Theorie weitermachst, dort auch schon einen großen Schritt weiter und kannst von Anfang an mehr bei den Flugstunden mitnehmen. Und das Beste ist, du hast insgesamt 12 Monate Zugriff, benötigst zum Anschauen der Videolektion jedoch nur circa 8 bis 10 Stunden, da wir alles so komprimiert für dich zusammengefasst haben. Wenn du mit den Videolektionen durch bist, dann kannst du dich zur Coaching-Phase bei uns anmelden. Wann du diese in den 12 Monaten angehst, entscheidest du jedoch selbst. Wir starten jede zweite Woche eine neue Kleingruppe, immer beschränkt auf nur 4 bis 5 Teilnehmern, damit jeder von uns auch individuell gefördert werden kann. Wenn du dir einen Starttermin ausgesucht hast, du siehst den Kalender bei uns in der Lernplattform, dann erwarten dich 6 Trainingsabende über Zoom innerhalb von 2 Wochen, die alle aufeinander aufbauen. Hier wenden wir jetzt praktisch an, was du zuvor in den Videos gelernt hast und simulieren den kontrollierten Sprechfunk an verschiedenen Flughäfen in ganz Deutschland. Und auch hier wird nicht einfach nur strukturlos gefunkt, sondern wir haben über die letzten 3 Jahre eine Methode entwickelt, wie du in kürzester Zeit prüfungsreif wirst. Im letzten Training testen wir dann in unserer Prüfungssimulation noch, wo du stehst, und du erhältst gezieltes Feedback im Einzelgespräch von einem anderen Coach. Das nimmt zudem den Druck und die Nervosität raus vor der echten Prüfung, weil du es ja schon einmal gemacht hast. Die echte Prüfung sollte dir dann einfach nur noch vorkommen wie weiteres Training bei uns. Nach diesen 2 Wochen kannst du also mit einem guten Gefühl in die Prüfung gehen oder alternativ auch noch weiter mit uns üben. Denn wir bieten danach jede Woche ein weiteres Vertiefungstraining an, an dem du in den 12 Monaten, wo du bei uns so angemeldet bist, so oft teilnehmen kannst, wie du möchtest und bis du dich komplett prüfungssicher fühlst. Du kannst die Refresher-Trainings also nutzen, um die Zeit zum Prüfungstermin zu überbrücken, aber auch nach bestandenem BZF, um deine Funkpraxis weiter zu vertiefen. Denn nur die wenigsten sind ehrlicherweise nach der BZF-Prüfung schon komplett selbstsicher im Sprechfunk. Dafür ist einfach noch weiterführende Übung nötig, aber wenn du nach bestandenem BZF immer mal wieder in die Trainings kommst, dann kommst du sehr, sehr schnell dahin, dass du auch komplett intuitiv mit den Sprechgruppen wirst. Die meisten bei uns schauen sich die Videos an, nehmen dann an einer Coaching-Phase teil, lassen danach vielleicht noch 1-2 Wochen Puffer für Refresher bis zu ihrer Prüfung, gehen zur Prüfung, bestehen das BZF, aber kommen dann mit bestandenem BZF weiterhin in die Trainings, um da dann wirklich selbstsicher zu werden. Wenn dir unsere Methode also zusagt und wie du deinen Traum vom eigenen Flugschein endlich mal ein bisschen näher kommen möchtest, dann sende jetzt eine unverbindliche Anfrage über unsere Website. Ich oder einer der Coaches aus unserem Team meldet sich dann kurz telefonisch bei dir und wir schauen gemeinsam, ob das Coaching überhaupt Sinn macht und beantworten natürlich all deine Fragen. Wir haben aber immer nur begrenzte Anmeldeplätze pro Monat, da unsere Gruppen ja, wie gesagt, nur auf 4 bis 5 Teilnehmern beschränkt sind. Also melde dich doch am besten so früh wie möglich und wir quatschen einfach mal ganz unverbindlich. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video, trag dich ins Formular ein und wir sprechen schon bald. Bis dahin.